Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die SPD hat zu heute eine Aktuelle Stunde beantragt, um weiterhin auf der Panikklaviatur die schrillen Töne ihres irren Pandemieliedes weiterspielen zu können. War die letzte Aktuelle Stunde zum Schulbereich Anfang November dem Maskenzwang gewidmet, ein Antrag, der dazu diente, das Gesicht der Schülerinnen und Schüler weiter hinter die Maske zu zwängen, damit sie als Symbol für die Gefährlichkeit der Covid-19-Erkrankung herhalten können, so dient heute dieser Antrag dazu, vom Standpunkt dieser irren Pandemie-Melodie aus der Ministerin Versäumnisse ans Zeug zu flicken, die lediglich aus Sicht dieses Pandemie-Standpunktes Versäumnisse sein mögen. Wenn diese haltlosen Geschichten über die Gefährlichkeit einer Covid-19-Erkrankung wirklich der Wahrheit entsprechen, dann in der Tat könnte man der Ministerin tatsächlich Versäumnisse vorwerfen, die da wären: nicht genügend Tests, immer wieder Quarantänefälle, keine Vorsorge dafür, Unterricht in Museen, Kinos, Turnhallen, Eiskunstlaufhallen, Opernhäusern im Wald oder in Rathäusern abhalten zu können. Alles das fordert die SPD doch tatsächlich in früheren Anträgen und zwischendurch immer mal wieder in Schulausschusssitzungen. Nein, die Leute von der SPD sind nicht gaga, das meinen die ernst. Außerdem hat die Ministerin aus dem Blickwinkel der Zeugen Coronas nicht dafür gesorgt, dass die Schüler gleichzeitig in Distanz-, Wechsel-, Hybrid- und Präsenzunterricht unterrichtet werden können, und zwar natürlich jeden Tag wieder die einzelnen Formen tauschend. Sie denken vielleicht, dass meine Aufzählung eine ironische Überspitzung der SPD-Forderung sei. Da kann ich nur sagen, sie ist nur in Ansätzen eine Überspitzung. Wenn man die zurückliegenden Anträge der SPD durchgeht und die Protokolle der Schulausschusssitzungen liest, wird man feststellen, dass die Vertreter von SPD und Grünen derart überzogene Vorsichtsmaßnahmen gegen die Erkrankung durch ein für Kinder harmloses Virus fordern, die so unerfüllbar und gleichzeitig so unsinnig sind, dass man entweder am Verstand der Antragsteller zweifeln oder aber eine perfide Taktik unterstellen muss, die nur ein Ziel hat: Panik schüren, Ängste auf hohem Niveau halten und von der Ministerin die Quadratur des Kreises zu fordern, damit sie halt nicht so viel Spaß an ihrem Amt hat. Den gleichen Zweck hat doch die Aktuelle Stunde heute in Sachen PCR-Test. Zu Recht sind Schulen nicht aufgenommen worden in die Priorisierungsliste. Covid-19 ist für 99% der Bevölkerung überhaupt nicht gefährlich, für Kinder und Jugendlichen Gott sei Dank ja auch noch weniger gefährlich. Die Zahlen wurden jedoch schon x-mal vorgetragen. Aber Fakten und Verhältnismäßigkeiten interessieren in diesem Haus niemanden von den Altparteien, auch wenn wir von der AfD-Fraktion Ihnen seit April 2020 immer wieder die Daten aus den Statistiken über Sterblichkeit, über Erkrankungsraten, über Positivtestungen und Studien über die Schädlichkeit der Maßnahmen für die Schülerinnen und Schüler hier vorlegen. Alles das hat sie nie interessiert und auch heute wieder nicht. Was haben meine Kollegen Dr. Vinzenz und Wagner sowie auch ich selbst Ihnen nicht alles an Expertisen hoch anerkannter Mediziner aus dem In- und Ausland hier vorgetragen? Aber alle, die hier sitzen, ignorieren mit einer Dickfälligkeit die von AfD-Abgeordneten vorgetragenen Fakten über die medizinische Unsinnigkeit und die katastrophalen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Menschen, dass man nur von einer bewussten Erkenntnisverweigerung sprechen muss. Wer sich als Politiker bewusst Erkenntnissen verschließt und die Wirklichkeit ausblendet, der handelt verantwortungslos, bricht sein Versprechen, für die Menschen im Land da zu sein, und kommt seiner Aufgabe, Volksvertreter zu sein, nicht nach. Und wenn man nun die Qualen sich einmal zu Gemüte führt, denen Sie die Kinder ausliefern, alle hier im Rund, dann ist Ihre Erkenntnisverweigerung von ganz anderem Kaliber. Dann geben Sie dem Verdacht Nahrung, dass Sie nicht nur keine Volksvertreter sind, sondern Vertreter der Pharmaindustrie, die mit Masken, Tests und wirkungslosen Impfstoffen in den letzten 2 Jahren Milliarden Gewinne gemacht haben, auf Kosten des Wohlergehens von Millionen Menschen und hier in diesem Fall von Millionen von Kindern. Denn dass all diese Maßnahmen, auch die Tests, keinerlei medizinische Begründung haben, ist doch schon längst allen klar. Wie in der letzten Fragestunde hier im Parlament zu erfahren, hatten Mediziner 2 Tests in der Woche für Schulkinder vorgeschlagen. Die Landesregierung hat dann die Testzahl auf 3 Tests pro Woche hochgesetzt. Einfach so. Oder waren da kommerzielle Interessen im Spiel? Und dann wurden vor einiger Zeit die Geltung des Schnelltests von 48 auf 24 Stunden herabgesetzt. Warum eigentlich? Es gibt keinen medizinischen Grund. Und dann werden jetzt auch noch Tests verlangt für Geimpfte und Genesene. Warum eigentlich? Genesene haben genügend Antikörper, die können sich nicht anstecken und tragen auch keine Virenlast von Coronaviren mehr. Was soll das Ganze? Und dann müssen die Geimpften und Genesenen immer noch
mit Filtertüten vor dem Mund herumlaufen. Das ist doch alles eine Farce. Da Sie die Testverpflichtungen derart ausgeweitet haben, fehlen den Laboren natürlich jetzt Kapazitäten. Das hätte man Ihnen auch schon vorher sagen können. Aber möglicherweise war das ja auch Sinn und Zweck. Da erhöht man drastisch die Testverpflichtungen und jammert dann herum, dass die Laborkapazitäten nicht mehr reichen. Hersteller von Testzentren und Labors werden sich freuen. Alle verdienen sich eine goldene Nase. Verdienen da noch Politiker mit? Ich möchte mal gerne wissen, wie sehr die Gewinne der von mir genannten Firmen gestiegen sind. Ich möchte wissen, wer von den Parteien Spendengelder von diesen Firmen bekommt. Das möchte ich einfach mal gerne wissen. Sagen Sie es doch einfach mal, legen Sie es doch offen. Herr Stamm, seien Sie jetzt ruhig. Sie haben jetzt nicht das Wort. Ich stelle hier Fragen, das ist keine Unterstellung. Und solange ich hier stehe, kann ich hier Fragen stellen, Herr Stamm. Das können auch Sie nicht verhindern. Sie haben hier nicht die absolute Macht, merken Sie das. Das sind Fragen über Fragen. Das sind Fragen über Fragen. Sie können sie ja hier beantworten. Lieber Herr Kollege Seifen, bitte stoppen Sie gerade mal. Ich appelliere jetzt an alle, Herr Kollege Seifen, ich schalte das Mikrofon gleich wieder an und Sie bekommen die Redezeit noch. Aber bitte versuchen Sie, das Redetempo, die Lautstärke anzupassen. Und wir alle Kolleginnen und Kollegen hören zu. Vielen Dank, Herr Präsident. Sie haben recht, wir müssen ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Aber hier muss man doch mal Fragen stellen dürfen. Und Sie können mir ja gleich auch die Antwort geben. Herr Brock, jetzt regen Sie sich wieder ab. So, ich bin auch gleich im ersten Teil. Im ersten Teil bin ich gleich fertig. Also auf jeden Fall erinnert dieser Vorgang mit der Testerhöhung doch an einen anderen Clou. Da schließt man 20 Kliniken im letzten Jahr, verringert die Betten auf den Intensivstationen und kann dann im deutschen Fernsehen den Zuschauern wieder etwas von Kliniken erzählen, die an ihre Leistungsgrenze kommen. Ein Schmarren ist das alles. Jetzt durfte das heute Morgen sogar der Chefarzt einer Lungenfachabteilung öffentlich im Deutschlandfunk äußern. Ich verrate den Namen nicht, da muss er vielleicht zurücktreten. Also, die Rückzugsgefechte werden eingeleitet, neue Botschaften von der Harmlosigkeit des Virus werden nun schon öffentlich verkündet. Nur die SPD-Landtagsfraktion hat noch nichts bemerkt. Liebe Kollegen, wechseln Sie schnell die Kutsche, denn die Fahrt führt jetzt in eine andere Richtung. Sie werden sehen.